Herzlich willkommen zu unserem vierten und damit letzten Adventsexperiment, dem Eiswürfelangeln. Hierfür benötigt ihr eine Schere, Wasser, Salz, eine große Schale, einen Baumwollfaden und eine Eiswürfelform mit bereits gefrorenen Eiswürfeln. Zuerst füllt ihr das Wasser in die Schüssel und schneidet ein Stück des Fadens ab. Dann nehmt ihr einen der Eiswürfel aus der Eiswürfelform und legt ihn in die Schüssel mit Wasser. Wenn ihr jetzt den Faden über den Eiswürfel legt, merkt ihr, dass erstmal nichts passiert. Jetzt legt ihr aber den Faden über den Eiswürfel und streut etwas Salz über den Eiswürfel mit dem Faden. Wenn ihr jetzt den Eiswürfel weiter durch das Wasser zieht, seht ihr, dass er euch folgt und ihr könnt ihn jetzt sogar aus dem Wasser herausheben. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie das Ganze funktioniert. Dazu muss man erst einmal wissen, dass Salz aus zwei Bestandteilen besteht, aus positiv geladenen Natrium und negativ geladenen Chloridionen. Wird jetzt Salz auf eine Eisoberfläche gestreut, lösen die Bestandteile des Salzes die Wassermoleküle aus dem Eiskristall heraus. Die positiv geladenen und die negativ geladenen Ionen des Salzes docken dann an die positiv und negativ geladenen Wassermolekülseiten an. Das Wasser kann dann nicht mehr in seine kristalline Form, also Eis, zurückkehren. Das Eis schmilzt und es entsteht eine Salzlösung, die erst bei Minusgraden wieder gefriert, da das Salz zu einer Gefrierpunktserniedrigung führt. Zur Auflösung des Salzgitters und zum Schmelzen des Eises wird Energie benötigt. Deswegen kühlt das Schmelzwasser immer weiter ab. Der flüssige Film auf dem Eiswürfel ist jetzt kälter als das Eis selbst, gefriert jedoch nicht, da Salzwasser einen niedrigeren Gefrierpunkt besitzt. Der Salzwasserfilm, in dem der Faden liegt, wird vom schmelzenden Süßwasser immer mehr verdünnt und der Gefrierpunkt dieser Lösung somit zunehmend erhöht. Wenn ihr jetzt den Eiswürfel im Wasserbad bewegt, verdünnt sich der Salzwasserfilm noch etwas schneller. Die sehr kalte, stark verdünnte Salzwasserlösung gefriert wieder zu Eis und friert so den Faden mit ein. Mit etwas Geduld kannst du so eine ganze Kette von Eiswürfeln an deinen Faden frieren. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachexperimentieren und ein paar schöne Weihnachtstage.